Ja, moin moin. Ich möchte euch heute meinen Helvig Triton Junior vorstellen. Das genaue Baujahr des Bootes weiß ich leider nicht, aber das Baujahr des Motors ist 1998. Der Motor ist ein Honda WF30 mit E-Start und Fernschaltung. Ja. Also, zum Boot erstmal. Wie gesagt, es ist ein Helvig Triton Junior. Wenn man hier mal längs geht, hat man genügend Platz, denn das hat eine Gesamtbreite von 1,62 m und eine Länge von genau 4 Metern. So, zum Stauraum dieses Bootes. Es hat einmal unterm Bug eine Menge Platz für zum Beispiel die Plane, Hafenplane, die dazugehört, oder einfach andere Sachen wie Decken, Jacken etc. Dann hat das Boot des Weiteren hier kleine Fächer an beiden Seiten. Da habe ich jetzt eine Pütz und ein Stechpaddel drin. Natürlich muss man ein Stechpaddel immer dabei haben. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Einmal hier längs, da habe ich noch Tau drin, falls man irgendjemanden abschleppen muss, etc. So. Hier unter ist nochmal Platz unterm Heck. Da ist dann eine Motorwanne, wo ich eine Bilgepumpe reingebaut habe, um das lästige Wasserschippen zu vermeiden. Des Weiteren ist da einmal ein 12-Liter-Tank drin für Benzin. Und ein 24er. Damit kommt man schon kräftig weiter. Also ich kann mit einem 24-Liter-Tank ohne Ende fahren. Ich schätze mal, boah, 6 Stunden soll ich damit schon schaffen. So, hier oben kommen die ganzen Kabelwirtschaften raus. Da kommt auch die Bauzüge der Lenkung, der Fernschaltung kommen da raus. Weiteren einmal die Batteriekabel und der Anschluss des Tankes. So, die Batteriekabel führen einmal da unten längs und hier unten sitzt dann die starke 120 Ampere Batterie mit einem Sicherungskasten natürlich. Der Sicherungskasten ist nur an die Bordelektrik angeschlossen, nicht an den Motor. Der Motor ist direkt an die Batterie angeschlossen. Ja, die Batterie sitzt in einem Batteriekasten und ist so vom Nässe geschützt und das Auslaufen kann das Boot nicht beschädigen, denn ist es keine Gelcoat-Batterie, sondern eine, wie nennt man das, Säurebatterie. So, tut mir leid. Gut. So, hier sieht man dann mal die Schaltpaneele und die Schaltpaneele der Bilgepumpe. Die Bilgepumpe hat einen Automatikschalter und einen manuellen Schalter. Manuell wäre dann das hier. Und ja, hier sind halt die vier Schaltpaneelen. Da kann man dann, zwei sind belegt und zwei kann man noch besetzen mit anderen Dingen. Vielleicht ein Echolot oder irgendetwas anderes. Auf den ersten habe ich eine LED-Rundherum-Leiste angebaut, die sitzt unten hinter der Verkleidung. So hat man abends, nachts ein schönes Farblichtspiel, denn die LED-Leiste hat 8 verschiedene Farben. Ja, dann habe ich hier noch ein Running Light, das ist auch da beschrieben. Das wäre dann vorne das Weißlicht. Das braucht man immer während der Fahrt. Ja. Wie Sie sehen, ist da auch ein Kompass verbaut. Der zeigt mir die aktuelle Position an und die Fahrtrichtung. So. Ich denke, es ist alles gesagt und ich werde gleich mal den Motor starten und werde Ihnen dann zeigen, wie der Motor sich bei voller Fahrt verhält, beziehungsweise wie das Boot sich bei voller Fahrt verhält. Rechts neben dem Lenkrad, nur zum Verständnis, ist ein Kilometerstand, nicht wie beim Auto, also ein km/h, ein
Geschwindigkeitsmesser, tut mir leid. So. Das hier wäre die Schaltbox des Motors. Das ist einmal der Zündschlüssel, den man einmal lösen kann. Den macht man, den Notstopp macht man gerne an seiner Kleidung fest, dass man, wenn man vom Bord fällt, der Motor sofort ausgeht. So. Das hier ist einmal der Kaltstart. Ich habe den Motor schon laufen gehabt, deswegen nicht wundern, wenn ich ihn jetzt nicht verwende. Ich werde ihn einfach mal anschalten. So, Motor läuft. Wie gesagt, die 120 Ampere, die sorgen für genug Power. Die sollte auch ein Sommer lang überleben, die Batterie, um sie dann wieder aufzuladen. So. So, dann einmal den Gang einlegen. Die Scheibe ist ein wenig dreckig, tut mir leid, aber heute habe ich nicht das perfekte Wetter für eine Bootsvorstellung gewählt. Es soll auch nur ein schnelles Video sein, um zu zeigen, wie das Boot sich verhält und wie der Motor an dem Boot ist. So. Das wäre dann die langsame Tuckergeschwindigkeit, wo man aus dem Hafen rauskommt. Man muss noch dazu sagen, der Motor besitzt ein Hydrofoil. Das sind leicht gesagt Trimklappen, um die Stabilität der Lenkung zu verbessern. So reagiert der Motor schneller und das Boot liegt stabiler im Wasser. So. Dann werde ich jetzt mal ganz langsam Gas geben. Mal ein bisschen lenken. So. So, wie gesagt, ich hatte mit diesem Motor viel Spaß im Sommer, habe damit auch Wasserski gelaufen und mit 30 PS sollte man keine Bedenken haben. Das Boot kommt auf Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h, kommt drauf an, wer drin sitzt. Im
mit Skier hinten dran ist es etwas weniger, aber es reicht, um den Mann oder die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn noch Fragen offen sind. Und gebt mir am besten ein Feedback, was ich besser machen könnte und was gut gelaufen ist. Wäre super nett, denn ich bin kein Profi, weiß Gott nicht, aber ich will es werden.